Hey, da sind Emma und Jack. Sie essen tonnenweise Schokolade. Sie haben alles aufgegessen. Ich brauche Zucker. Und zwar schnell. Aber was ist dieses leuchtende Licht? Ein riesiger Schokoriegel? Ist der echt? Ich will ihn haben. Ja, wir wollen ihn haben. Aber warte, es sind keine Süßigkeiten. Es ist deine Mama. Seid ihr verrückt? Heutzutage brauchen Kinder Disziplin. Oh nein, wo sind sie hin? Hey, da sind Jack und Emma wieder. Schau mal, was Emma bekommen hat. Eine Toilette? Sie ist voll mit Süßigkeiten. Und es riecht so lecker. Ich koste einfach den Lutscher und tauche ihn in die Toilette. Klingt gruselig, ist es aber nicht. Es schmeckt so gut. Aber ich will auch einen. Warum habe ich keinen bekommen? Eine Toilette für mich. Aber die ist doch voll mit. Ja, es sieht seltsam aus. Mir ist schlecht. Ich will das nicht. Ich tausche einfach die Toilette aus. Hey, Jack, das ist aber nicht nett. Oh nein, es wird Ärger geben. Was? Was ist das denn? Aber es riecht gut. Es ist Schokolade. Diese hier ist noch besser. Was? Ist sie das wirklich? Ist sie verrückt? Sie beißt sogar in die Toilette. Das ist ein Bonbon. Was ist mit deinem, Jack? Oh nein, es ist nur ein Plastikspielzeug. Armer Jack. Ich hoffe, seine Zähne sind in Ordnung. Schokoladenfondue? Wow. So lecker. Emma hat einen Lolli bekommen. Mm, dip ihn in das Fondue. OMG, das sieht so lecker aus. Lecker. So lecker. Noch einmal. Sie ist ein glückliches Mädchen. Nur noch einmal. Was? Ich habe nur noch den Stock. Wo ist mein Lolli hin? Haha, armes Ding. Ein Riesenlolli? Bin ich im Himmel? Der ist so schwer. Was? Wow, ich will's auch. Tu es in ein Schokoladenfondue. Ich kann es kaum erwarten. Mmh, ein riesiger Lutscher überzogen mit geschmolzener Schokolade. Ist er gut, Jack? Es muss gut sein. Das ist nicht fair. Ich habe einen Plan. Wasabi? Was willst du damit machen? In das Fondue tun? Oh nein, er wird grün. Jack, pass auf. Tu deine Süßigkeiten nicht da rein. Nein, was machst du denn da? Das wird furchtbar werden. Ich fühle mich nicht so gut. Mein Mund brennt. Oh nein. Ah! Aua, du siehst verbrannt aus. Das kommt davon, wenn man einen bösen Plan hat. So, viele Süßigkeiten. Wer hat denn nun Geburtstag? Kannst du dir nicht aussuchen, was du willst? So viel Auswahl. Oh, seht, ihr wollt beide die gleichen Süßigkeiten? Streitet euch nicht. Es wird für euch beide reichen. Babylutscher als Süßigkeit. Lecker. So lustig. Ihr seht beide wie große Babys aus. Juhu, das ist so lecker. Warte, ich habe eine Idee. Lass es auf dem Tisch Platz machen. Ich verstehe das nicht. Was hat sie vor? Süßigkeiten in eine Decke stecken? Was ist damit? Warte nur eine Sekunde. Du wirst erstaunt sein. Okay, ich kann es kaum erwarten. Ein Baby? Oh, ich verstehe. Emma hat ein Süßigkeitenbaby gemacht. Aber wozu brauchst du das? Ich lege mehr Süßigkeiten hinein. Wohin willst du denn? Hey! Oh, versuchst du Süßigkeiten in ein Kino zu schmuggeln? Hast du irgendwelche Süßigkeiten? Nein, nein, nur ein Baby. Ja? Lass mich das Gesicht deines Babys sehen. Oh nein, er hat große Angst vor anderen Menschen. Okay, okay. Ich mag sowieso keine Babys. Geht rein. Es hat geklappt. Hubba Bubba ist Emmas Lieblingskaugummi. Sie ist so glücklich darüber. Aber sie wird ihn Jack nicht geben. Auf keinen Fall. Ich liebe Hubba Bubba. Ich könnte es den ganzen Tag essen. Ich meine kauen. Schau, Jack versucht ein Stück davon zu klauen. Aber Emma sieht es sofort. Das ist alles meins. Nimm deine Hand da weg.
Oh Mist. Ich werde es noch einmal versuchen. Dieses Mal werde ich hier einen Streich spielen. Ich stecke einen falschen Zahn in den Kaugummi. Das wird ihr eine Lehre sein. Jetzt lasst uns warten. Oh nein, Emma nimmt das besondere Stück Kaugummi. OMG, was ist das? Mein Zahn? Oh nein! Sie fallen aus, weil ich zu viel Kaugummi kaue. So ein grausamer Streich. Aber vielleicht hört sie ja auf, so viel Kaugummi zu kauen. Bin ich jetzt hässlich? Warte mal, das ist nicht mein Zahn. Jack, ist das dein Ernst? Das ist nicht lustig. Ich hasse diesen Scherz. Wow, wo kommt das denn her? Von einer riesigen Kaugummi-Verpackung. Meine ist so klein. Okay, wie fange ich ihn an zu essen? Wow, so rosig. Lass es uns ausprobieren. Oh ja, es ist genauso perfekt, wie ich es mir vorgestellt habe. Warum habe ich so viel Pech? Wow, Jack, du hast alles auf einmal gegessen und jetzt brauchst du Hilfe, um es aufzuessen? Igitt! Was ist denn hier los? Jack pustet eine Kaugummiblase, aber sie wird so groß, sie wird gleich platzen. Rettet euch! Armer Jack! Hallo Kinder, was macht ihr gerade? Entscheidet ihr, wer einen Nachtisch bekommt? Oh, seht mal, ihr habt beide Teller auf einem Tisch stehen. Oh, so unterschiedliche Teller. Emma meint, ihr solltet Schere, Stein, Papier spielen, um zu entscheiden, wer welchen Teller bekommt. Schauen wir mal. Emma ist die Gewinnerin. Und natürlich entscheidet sie sich für den süßen Teller. Das bedeutet, dass Jack ein gesundes Abendessen bekommt. Natürlich ist er darüber nicht glücklich. Oh, schau mal, ein Kuchen? Ein einfach aussehender Kuchen, würde ich sagen. Es ist Zeit, ihn zu dekorieren. Gurke obendrauf? Ich glaube, das würde nicht jedem schmecken. Käse und Chili? Ein interessanter Geschmack. Kaviar drüber streuen. Ich werde M&Ms und Marshmallows drüber streuen. Zeit, das Ergebnis zu sehen. Beide Seiten sehen interessant aus, aber bei der von Jack bin ich mir nicht sicher. Emma ist auch nicht glücklich damit. Aber Jack hat eine Idee. Ketchup obendrauf? Echt jetzt? Aber Emma hat eine andere Idee. Sie will viel, viel Ketchup drauf tun. Oh nein, was hast du getan? Aber ich weiß, was ich tun muss. Ein Föhn? Oh nein, es spritzt überall hin. Sieht aus wie ein Tatort. Stopp! Huh? Upsi. Das tut mir leid. Wirklich, Jack? Wirklich? Bereit für die Herausforderung? Das solltest du besser sein. Denn du wirst Würmer essen. Mein Lieblingsessen sind Gummiwürmer. Ich liebe sie auch. Ich könnte sie den ganzen Tag essen. Ein Gummiwurm ist ein guter Start in den Tag, nicht wahr, Emma? Wow, Jack versucht, die Gummibärchen mit seinem Mund zu fangen. Naja, er ist nicht besonders gut darin. Nicht lustig. Warte, ich habe eine Idee. Ich brauche eine Sprite und eine Schüssel. Ich gebe viele Gummibärchen hinein und schütte etwas Sprite darüber. Wurm-Sprite-Suppe. Prickelnde Gummibärchen. Jetzt heißt es warten. Sie haben sich aufgelöst. Das ist großartig. Jetzt lass uns das Rohr nehmen. Ich fühle mich selbst wie ein Wurm. Lass uns alles hineinschütten. Ich frage mich, was das wird. Ich mich auch. Schau, Emma, er hat einen riesigen Gummiwurm. Kannst du dir das vorstellen? Wahnsinn, der ist ja riesig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich bin ein riesiges Gummiwurm-Genie. Aber meiner ist viel kleiner. Lass uns reinhauen. Aber hey, ich kann mir auch etwas ausdenken. Lass es uns auf meine Art machen. Schütte Fanta hinein. Es ist wie in einer Chemiestunde, aber das hier ist viel interessanter. Wahnsinn, so ein riesiger Stock. Rühr es um und warte jetzt ein bisschen. Wahnsinn. Es hat sie als riesiges Eis am Stiel entpuppt. OMG, ich würde es gern probieren. So schwer. Jack, hilf mir.
Ich habe noch nie so ein großes Stück Süßes gesehen. Jack muss Emma helfen, es zu halten. Okay, ich hab dir geholfen. Jetzt kann ich auch ein bisschen nehmen. Auf keinen Fall, das ist meins. Oh, Gelb, hilf mir. Keine Bissen, keine Hilfe. Die arme Emma, du solltest netter zu deiner Freundin sein. Wow, so ein großer Milchshake. Der ist für mich. Nein, der ist definitiv für mich. Streitet euch nicht, Kinder. Dieser Milchshake ist genug für euch beide. Ihr könnt einfach... Ach, egal. Für Jack bleibt ein kleiner Bissen Zuckerwatte übrig. Und Emma hat alles bekommen. Wow, das sieht so lecker aus. Was geht in ihr vor, Jack? Wozu brauchst du diese Küchenhelfer? Hä? Huh? Was machst du denn da? Ich habe einen Pizzaboden gemacht. Ich habe Süßigkeiten. Marshmallows, Schokolade. Alles, was ich brauche. Bestreiche sie mit viel Schokolade. Ich meine richtig viel. Ich frage mich, wo das nur hinführt. Füge ein paar Toppings hinzu. Süßigkeiten natürlich. Oh, Zuckergott. Sieht sehr süß aus. Zeit für Kekse. Sieht sehr experimentell aus, aber ich mag es irgendwie. Streusel hier, Streusel da, Streusel überall. Einfach drüber streuen. Wie Oregano oder so. Voila, meine schöne süße Zuckerwattenpizza. Emma hat gerade ein großes Glas Milchshake getrunken. Sie verschluckt sich fast, als sie Jacks Pizza sah. Ich will auch ein Stück. Wie können sie uns teilen? Das hättest du wohl gerne. Er ist so ein schlechter Freund. Jack, die Pizza sieht wirklich toll aus. Das Beste, was ich je gemacht habe. Schon wieder Streit? Wegen einer Packung Nudeln? Lass es gut sein. Ich habe es zuerst gesehen. Juhu, ich bin der Sieger. Ich bin stärker als du. Die Mädchen von heute. Lecker, scharfe, würzige Nudeln. Ich fange an, Hunger zu bekommen. Armer Jack, er ist so eifersüchtig. Wer wäre das nicht? Schau, Emma benutzt Essstäbchen. OMG, Emma, hör auf. Es sieht so lecker aus. Oh nein, aber es ist zu scharf für sie. Für mich wäre es nicht zu scharf gewesen. Wow, eine riesige Schachtel Nudeln. Emma kämpft immer noch mit dem scharfen Essen. Sie benutzt einen Eiswürfel, um ihren Mund abzukühlen. Einer ist nicht genug. Nein, danke. Ich esse meine Nudeln lieber, solange sie noch heiß sind. Wie soll ich das essen? Mit meinen Händen? Ich habe eine bessere Idee. Trommelstöcke. Jack ist wie der Rockstar der Nudeln. Er ist so hungrig, dass er nicht abwarten kann zu essen. So gut. Aber schau, er hat sich ganz in seinen Nudeln verheddert. Du siehst so dumm aus. Ich hoffe, es hat nicht wehgetan. Oh nein, Emma isst schon wieder ihre scharfen Nudeln. Nein!